Auch nochmal offiziell. Hallo zusammen. Ja, wir legen wieder los. Nach einer ziemlich kurzen Pause rollt heute wieder der Ball in der Bundesliga. Für uns Trainer geht es am Sonntag los. Derby gegen Mönchengladbach. Für dich als Kölner etwas ganz Besonderes? Absolut. Borussia Mönchengladbach, Derby, erstes Spiel in der Rückrunde. Freuen wir uns riesig drauf. Treffen auf eine richtig spielstarke Mannschaft, eine Mannschaft, die gerade in der Spieleröffnung und auch im Übergang tolle Ideen hat, es richtig gut macht, sind sehr effektiv vorne. Und das heißt auch für uns, dass wir den Fokus haben auf Spiel gegen den Ball und gut zu verteidigen. Das wird so Hauptaufgabe sein gegen so einen Gegner. Und ja, alle sind hochmotiviert, alle sind heiß und freuen uns riesig. Dankeschön fürs Erste. Eure Fragen an den Coach. Marc Merten vom Geistblock, leg los. Wie sieht es aus? Definitiv dabei und wenn nicht? Es sind eigentlich die üblichen Verdächtigen, die gerade rausfallen. Ne? Das ist mit Cordoba, das ist Dominic Marot, die auf jeden Fall ausfallen werden. Das war es eigentlich, ne? Ja. Bittencourt. Leo fehlt noch, genau. Ja. Aber dann die Nachfrage, du hattest schon gesagt, dass Janis Horn beispielsweise nicht dabei sein wird. Wie geht's Kuka Rausch, wie geht's Jan Bissek, wie geht's beispielsweise auch Yuya Osako? Kannst du bei einigen schon sagen, ob die Kräfte vielleicht reichen oder ob du jemanden von vornherein schon ausschließt für Sonntag? Ja, beim Janis sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Man merkt noch so ein bisschen anders, wenn ein bisschen die Kraft fehlt. Wie gesagt, so eine Grippe, die er gehabt hat, die hat er jetzt so langsam verdaut, aber ihm fehlt einfach noch, hat noch ein bisschen Rückstände und deswegen wird er für diese Woche noch kein Thema sein, aber ab nächste Woche definitiv wieder. Und auch bei Yuya Osako merkt man, die Kraft kommt zurück, hat heute, finde ich, sehr gut trainiert. Und auch Kuka Rausch hat alles mitmachen können und auch ein gutes Training abgehalten. Guten Morgen, Dirk ist mal was ganz Besonderes. Wie ist es für Sie zum ersten Mal gegen Gladbach, erste Bundesliga? Ja, also ich habe schon auch ein paar Derbys ja gehabt. Ne? Kräuter Fürth gegen Nürnberg, das älteste Derby Deutschlands. Also ganz so unerfahren bin ich ja nicht. Und trotzdem, ja, als Kölner gegen Gladbach agieren zu dürfen, als Cheftrainer vom 1. FC Köln, ja, da wird dann, wenn ich dann morgen da einlaufe, auf jeden Fall pure Gänsehaut da sein, definitiv. Also für mich was ganz Besonderes. Marco, wie viel von Herr Rudenberg, Sie haben eben über die Qualitäten des Gegners gesprochen. Wo sehen Sie bei Ihrer eigenen Mannschaft die Stärken? In welchen Bereichen hat die Mannschaft vielleicht welche wiedergewonnen oder hinzugewonnen in den vergangenen Wochen? Ja, wir haben ja schon gesehen auf dem Blitzturnier in Bielefeld, dass wir gerade halt auch in der Defensive mehrere Systeme spielen können und dann auch die Null halten. Das heißt also, dass Gladbach sich ein bisschen was einfallen lassen muss, halt dann auch, um unseren Abwehrriegel zu durchbrechen. Ich finde, dass wir eine überdurchschnittliche Viererkette haben. Wir haben einen guten Torhüter im Tor. Also gegen uns muss man aktuell erstmal Tore machen. Und können aber auch immer wieder auch Nadelstiche setzen. Wir haben Tempo vorne. Wir haben mit Simon Terodde jetzt vorne jemanden, der halt auch ein Typ ist, der gegen den Ball arbeiten kann, aber auch Ideen hat mit dem Ball. Und wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben wieder eine klare Idee, wie wir es angehen wollen. Und wenn wir die dann auch umsetzen, dann wird es auf jeden Fall schwer für Gladbach, uns zu schlagen. So ein Geheimnis. Ja, wollte ja schon auch ein bisschen überraschen. Ne? Weitere Fragen an den Coach. Alex Haubrichs und dann auch nochmal der Geistblock. Jeder kennt die Tabellensituation. Inwieweit hat dieses Spiel schon so einen richtungsweisenden Charakter, was die Rückrunde angeht? Oder inwieweit ist das nochmal so ein Spiel, wo man sagt, dahinter kommen die zwei, die man unbedingt gewinnen muss? Hat das eher so eine Zusatzchance? Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen gehabt, letzte Chance für uns. Also das sehe ich nicht so. Also
dass dann schon am 18. Spieltag alles gelaufen sein soll, das sehe ich nicht. Wir haben eine riesen Möglichkeit, wir haben eine riesen Chance, jetzt dafür zu sorgen für eine Überraschung gegen eine Mannschaft, die man sehr, sehr weit oben sieht und gegen eine gute Mannschaft. Und da können wir ja nur überraschen. Also, und es ist eine Möglichkeit, wieder eine Herausforderung anzunehmen und die halt dann auch für uns positiv hinzukriegen. Von daher, wie gesagt, egal was passiert, da ist noch in keine Richtung was gelaufen. Definitiv. Daran anknüpfend, die Stimmung hatte man das Gefühl in der Woche, jetzt in der kurzen Zeit der Vorbereitung ist wieder besser geworden. Wie stabil ist denn diese Stimmung schon oder ist das nur ein zartes Pflänzchen, was sich da jetzt wieder gebildet hat? Leider zeigt sich das immer erst bei Niederlagen. Also das wollen wir nicht hoffen, ne? Nach dem Spiel gegen Gladbach, sondern wir haben einen gewissen Optimismus auf jeden Fall, um dieses Spiel auch dann für uns auch zu entscheiden. Aber ob Stimmung gut oder schlecht ist, das sind Dinge, die wir im Nachhinein dann auch analysieren müssen. Und ich glaube, eine Mannschaft zeigt eine gewisse Stärke in Sachen Mentalität, in Sachen Teamgeist, gerade dann, wenn es Niederlagen gibt. Deswegen können wir das erst im Nachhinein beantworten. Dankeschön. Wenn du nochmal das Mikro nach drüben gibst, bitte. Ihr Vorgänger Peter Stöger hat sich heute in Dortmund auch zum Köln geäußert und zu der Situation und hat gesagt, sein Herz würde schon immer noch Richtung Köln gucken und er hofft auf jeden Fall auf die Rettung. Wie nehmen Sie solche Äußerungen wahr? Also hilft mir erstmal nicht, ne, in meiner Arbeit, aber ist natürlich trotzdem schön zu hören, dass wir da auch natürlich Trainerkollegen haben, die mit uns ein bisschen halten und das ist gut, gerade weil auch Peter hier auch für viel gute Arbeit gesorgt hat, sehr erfolgreich gewesen ist und freut mich dann schon so ein bisschen, klar. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Nochmal Alex Haubrichs vom Express. Ja, also jetzt kurz vor Weihnachten, da war es eher so, dass du kaum genügend Spieler zur Verfügung hast. Das ist ein Riesenangebot, fast schon Überangebot. Heißt auch, dass du als Trainer auch ein paar Leuten wehtun wirst. Wie schwer werden dir denn da die Entscheidungen fallen? Ich habe jetzt ein Interview gelesen gehabt, VfB Stuttgart-Trainer, der gesagt hat, das ist somit das Schwerste, was ein Trainer zu machen hat. Auszusortieren, beziehungsweise dann aufzustellen und dann zu argumentieren bei den Jungs und kann ich nur zustimmen. Also die Aufgabe, die ist schwer, ne? Weil viele Spieler auf ähnlichem Niveau agieren und du hast gesagt, den Spielern wehtun, genau das wird passieren. Kader ist ja sehr groß und das Leistungsniveau haben wir wieder zusammengeführt. Wir haben eine Konkurrenzsituation, gerade im vorderen Bereich, die enorm ist. Fragt mich nicht jetzt, ob das jetzt in der Spitze, also qualitativ hochwertig ist, das kann ich jetzt noch nicht so beantworten, aber ich kann sagen, dass auf jeden Fall wir viele Spieler haben auf einem Niveau oder auf einem ähnlichen Niveau und da geht es um Bauchentscheidungen, um die Idee, wie wir es angehen wollen und wir versuchen die Jungs da aber mitzunehmen, Dinge zu erklären, sodass wir dann auch die wir dann nicht dabei haben, auch nicht verlieren, weil wir sie auch brauchen dann vielleicht für die Zukunft. Deswegen, ja, schwere Entscheidung, die ich da mit meinem Trainerteam zu fällen habe.